Baumarkt präsentiert den Wettertalk MV aus dem Technologiezentrum im Wismarer Hafen. Liebe Zuschauer und lieber Herr Dr. Eichsmann, das Wetter hier auf dem Dach vom TGZ ist mal wieder bombastisch. Die Sonne scheint durch unser schönes Bundesland, der Himmel ist komplett blau. Woran liegt das? Wir haben das ja jetzt schon seit Wochen. Womit haben wir das verdient? Also Wochen würde ich vielleicht nicht sagen, sondern also ja, vielleicht eine Woche, ja, kommt hin. Aber grundsätzlich ist dieses schöne Wetter immer, wenn hoher Luftdruck ist. Und wieso hat hoher Luftdruck was mit schönem Wetter zu tun? Hat einfach damit zu tun, die Luftmassen über uns, die sinken ganz langsam ab und damit ist Wolkenauflösung und deswegen können wir dieses schöne Wetter schon seit Tagen genießen. Ja, ich bin letztens aber auch mal natürlich anlässlich des schönen Wetters natürlich auch mal herumspaziert, schön im Wald, schön über die Felder und da habe ich gesehen, dass da irgendwie auf den Feldern gerade irgendwie Pfützen sind, riesig große Pfützen. Liebe Zuschauer, haben Sie das vielleicht auch schon entdeckt? Wenn nicht, erstmal hier die Impression. Herr Dr. Eichsmann, wir haben jetzt eben die ganzen Impressionen gesehen von den riesigen Pfützen. Wie nennt man das genau? Gibt es da einen Fachbegriff? Und was ist das überhaupt? Es hat ja nicht geregnet. Nein, das ist richtig. Aber im Endeffekt, wenn eben sehr viel Niederschlag in kurzer Zeit runterkommt, dann ist es natürlich an der Erde, dass das Wasser ablaufen kann. Und so schnell geht das Ganze nicht. Und deswegen sammelt sich das Wasser dann in den Senken. Und das ist dann wirklich so. Es kann ja nur in zwei Richtungen. Einmal nach unten weg, zum Boden, zum Grundwasser, was etwas tiefer liegt, oder aber verdunsten. Aber da die Sonne jetzt noch sehr schräge steht, also sprich, wir haben ja noch Winter, also zumindest kalendarischen, kann die Verdunstung nicht so richtig groß sein. Bedeutet also, das Wasser bleibt liegen und kann auch nicht nach unten absacken, weil da sehr viel Wasser derzeit ist. Und deswegen sehen wir sehr schön immer in den Senken dieses Wasser oder aber, wenn ein Trecker zu früh jetzt aufs Feld geht, dass er dann auch ganz schnell versinkt. Wir hatten ja auch im Jahr 2018 eine sehr lange Dürreperiode. Liebe Zuschauer, haben Sie das mitbekommen? Wenn nicht, zeigen wir Ihnen davon auch mal ein paar Bilder. Herr Dr. Eichsmann, wir haben jetzt eben in den Bildern auch diese große Dürreperiode in ganz Mecklenburg-Vorpommern gesehen. Hat das was mit dem aktuellen Grundwasser, was Sie eben meinten, jetzt auch zu tun? Oder wie kann ich das verbinden? Also grundsätzlich spielt auch schon der Klimawandel mit rein. Also das bedeutet, wir kriegen gemittelt übers Jahr immer weniger Regen als das, was wir brauchen und was wir in den letzten Jahren hatten. Und damit sinkt der Grundwasserspiegel ab. Und dementsprechend ist auch sozusagen das, was an der Oberfläche an Wasser ist, das, was wir brauchen, das, was die Pflanzen brauchen, dann auch immer weniger. Deswegen war es so unwahrscheinlich wichtig, auch wenn es den einen oder anderen genervt hat, jetzt gerade in den letzten Wochen, dass wir wieder sehr viel Feuchtigkeit, sehr viel Regen bekommen haben. Die Grundtendenz, so wie jetzt, jetzt haben wir wieder sehr viele Tage schönes Wetter, die Grundtendenz, dass eben das Wasser dann eben nicht so viel reinkommt, wie rausgeht, die wird uns in den nächsten Jahren noch weiter beschäftigen. Und jetzt nochmal hier jetzt aufs Aktuelle, aufs Wochenende bezogen. Herr Dr. Eichsmann, das interessiert uns ja alle immer sehr brennend, weil Wochenende heißt natürlich draußen sein. Können wir dieses Wochenende draußen sein? Wird der Himmel genauso blau wie jetzt? Also top. Also wenn wir uns den blauen Himmel anschauen, es ist ja so, ich sag mal, richtig strahlenblau, bis auf harmlose Wolken. Also das Wetter, was wir heute haben in Sachen blauer Himmel, das erwarte ich, dass wir das sowohl Freitag, Samstag als auch Sonntag haben werden. Also ich gehe von einem durchweg sehr schönen blauen Himmel aus und das, was wir an Wolken sehen, ist nur harmloser Kram. Und hier im Wismarer Hafen haben wir jetzt ja auch ein paar starke bis mittlere Windböen, würde ich das jetzt mal so laienhaft einschätzen. Was sagen Sie dazu? Wird es sich am Wochenende irgendwie weiter so oder? Also grundsätzlich der Wind, wenn er dann kommt, kommt aus Ost und Ost-Nordost ist immer so eine schöne Geschichte, weil er kommt genau so, wenn man sich die Ostsee vorstellt, ne, das ist die Windrichtung, wo der Wind leicht sozusagen auffrischen kann, weil nichts an Reibung da ist. Kein Baum, kein gar nichts. Heißt also im Klartext, wir haben es schwach windig, aber über der See kommt er dann manchmal auch mäßig, das Windstärke 4 daher und das werden wir dann auch haben. Also wer an der Küste wohnt oder wie wir jetzt hier im Wismarer Hafen, da werden wir dann auch mäßigen Wind haben, auch mal böig auffrischend, das ist so, aber im Landesinneren wird das sehr schön werden, schwach
schwachwindig, da spielt Wind aus meiner Sicht keine Rolle. Und die letzte Frage, die ich jetzt noch habe, Herr Dr. Eichsmann, wann werden denn die Temperaturen steigen? Also sie steigen jetzt schon, also wir haben jetzt schon angenehme sozusagen um die 10 Grad heute, die werden nicht steigen, sondern das sind sozusagen die maximalen Werte, die wir auch am Wochenende haben werden. Also ich gehe davon aus, dass wir nicht wirklich weit über 10 Grad haben werden, genauso wie es aber jetzt tagsüber doch ein sehr hohes Niveau schon hat, so wird es auch in der Nacht noch richtig nach unten gehen. Das bedeutet, ich gehe davon aus, dass wir auch jetzt in den nächsten Tagen wieder aufgrund des klaren, des sehr klaren Himmels auch wieder leichten Bodenfrost haben. Also die Spanne ist sehr groß. Herr Dr. Eichsmann, zum Ende des Wettertalks gute Worte. Vielen Dank für diese Prognose zum Wochenende. Und wir, liebe Zuschauer, sehen uns dann nächste Woche zu einem neuen Wettertalk wieder. Machen Sie es bis dahin gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Biopark präsentierte den Wettertalk MV.